Einen wunderschönen und herzlich willkommen zur ersten Folge Ultima XL. Ich habe hier gerade noch mal Kaffee getrunken und hier so eine Banane gesnackt. Ey, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Da gibt man eine Person mal frei während der Ernte, weil man ja genug Leute ist. Dann ist der andere krank und dann geht auch noch die Maschine kaputt. Ich zeige euch das gerne mal. Ist einfach hier die Gelenkwelle von der Presse kaputt gegangen. War gerade schön am Pressen mit Fiakri und... Oh, das ist unfassbar. Es passiert immer alles gleichzeitig. Der Markus ist gerade unterwegs zum Händler, um eine neue Gelenkwelle zu holen. Ich mal, guckt euch das an. Es ist einfach gebrochen. Das ist unfassbar. Immer dasselbe. Und der Praktikant, der ist auch nicht gekommen, den wir eigentlich angemeldet hatten heute. Wir wollten eigentlich heute Abend noch Mais häckseln. Das wird nix. Das wird echt knapp. Morgen soll es regnen. Markus, da bist du ja. Ja, servus. Moin, hat alles dabei. Geklappt? Jawohl, alles dabei. Ah, mal, sauber. Ich repariert kriege. Ja, häng mal an hier. Nicht, dass das nicht passt. Was? Jedenfalls das. Du, Markus. Wir wollen ja häckseln, ne? Der Praktikant, der ist nicht da. Das, was machen wir denn jetzt? Morgen soll es regnen. Muss man selbst mal Strobings hinbringen. Ja, das kommt ja noch dazu, das ganze Stroh liegt noch auf dem Feld. Da haben wir uns echt zeitlich echt verschätzt. Hast du die Funkgeräte dabei? Die habe ich mitgekriegt, jawohl. Gut. Eins für dich, eins für mich. Können wir heute mal austesten, wie das funktioniert. Das ist gut, das muss morgen klappen. Wir müssen morgen früh dann wirklich Mais häckseln. Morgen soll es noch trocken sein. Das müssen wir ausnutzen. Das muss dann funktionieren. Wenn da auch noch was schief geht, das ist eine Katastrophe. Ich stelle jetzt erstmal den LKW auf Seite. Und dann... Nimmst du den IHC gleich mit einem Ballenwagen? Ja. Super. So, erstmal hier Gang rein und dann... Ah, jedenfalls der schnurrt, der Fiat Agri. Ich sag das immer wieder. Wenn was kommt, denn alles in der Ernte. 16.30 Uhr. Wichtig ist, dass wir das Stroh jetzt erstmal vom Feld kriegen. Markus, hörst du mich? Ja. Laut und deutlich. Das scheint echt gut zu funktionieren. Wie bitte? Das scheint wirklich gut zu funktionieren. Hallo. Okay. Da geht's lauter. Super. Jetzt höre ich dich auch. Alles klar. Ja. Wenn das beim Maishaxe auch funktioniert, du weißt ja, der ist so unfassbar laut. Das ist wohl wahr. Das Schlimme ist, der Praktikant, der Patrick, der heute eigentlich bei uns anfangen wollte, der ist ja eigentlich Landmaschinenmechaniker und der wollte sich den Mengele noch angucken, ob der wirklich jetzt einsatzbereit ist. Und taucht er ihn wieder auf? Hat man schon was gehört von dem? Heute schafft er nicht. Und wann will er es noch schaffen? Ich hab gesagt, dass wir morgen früh müssen wir aufs Feld, das geht nicht anders. Irgendwie hat die Presse gerade immer noch rumgemeckert. Aber sieht alles okay aus. So, zweiter Gang und den Attacke gib ihm. Denn achtest du darauf, wir haben zwei verschiedene Ballengrößen hier, ne? Okay. Wir haben kleine, die sind nachher für die Tiere zum Füttern, für den Futtermischwagen. Wir haben große zum Einstreuen, dass sie nicht gemischt werden. Okay, müssen wir auf ein Lager aufpassen. Das solltest du aber sehen. Hattest du gestern den Mähdrescher noch abgeschmiert? Selbstverständlich. Selbstverständlich hast du das, selbstverständlich machst du noch. Selbstverständlich mache ich's noch. ich kenne ja meine Pappenheimer. Ja, ich hoffe, dass der Urlaub von Tim sich gelohnt hat. Also in der Erntesaison Urlaub geben, das mache ich auch nie wieder. Das muss man erstmal fertig bringen. Ein Mitarbeiter in der Erntezeit Urlaub zu geben. Ich habe ja gar nicht getraut zu fragen, ne? Der wollte sich unbedingt das neue Haus angucken, ne? Und die Chance kriegt er nie wieder. Und ich bin ja kein Unmensch. Wäre der Knecht nicht krank geworden, dann wäre alles gut gewesen. Denn damit rechnest du ja nicht. Im Hochsommer. Hast du angefangen mit dicke Balle oder mit kleine? Mit kleine, aber der erste Ballen ist noch so ein Hybrid-Ding. Da habe ich die Presse noch nicht richtig eingestellt gehabt. Aber den kannst du einfach zu den Großen stellen. So, ich zeig dir das mal. Wir haben hier die Kleinen. Das siehst du ja.
Ne? 7000 sind ein bisschen kompakter. Denn hier irgendwo fangen die Großen an. Hier. Das sind die Großen. Alles klar. 9000 Liter. Du, also übers Funkgerät klingst du besser. Das will ich euch mal zeigen hier. Mit dem Mähdrescher. Alles kaputt gefahren hier gestern. Das geht hier aber auch bergauf und dann ist das hier so nass am Waldrand. Ist echt schwierig. Also ich hab mich ja richtig gefreut aufs Maishexen heute. Schön mit dem Hanomag abfahren. Das wird ein richtiges Spektakel. Das wird ein Spektakel, da gebe ich dir recht. Du bist ja erfahren mit dem Mengele, du hast ja letztes Jahr auch damit gehäckselt. Machst du das bitte wieder? Ja. Kann kann der Patrick, wenn er denn auch kommt, mit dem Lance Bulldog sich mal versuchen. Der ist ja ein bisschen pflegeleichter. Da trittst du ja gegen und dann läuft er. Genau. Nur drei Gegner kannst du nicht viel verkehrt machen. Aber einen kleineren Traktor will ich ja auch nicht vorspannen. Also hier bergauf ist das eine grenzwertige Nummer. Ah, das ist ja ganz schön hügelig da, ja. Das stimmt. Und nass. Da müssen wir denn hier nach mal gucken, ob wir das Ganze hier mit einem Grubber nochmal eben gezogen bekommen. Die ganzen Spuren hier rausbekommen. Aber der Ertrag war ja ganz gut, also damit war ich echt zufrieden. So, letztes Jahr auf jeden Fall top. Letztes Jahr war ich trocken, dieses Jahr ging das. Da drückst dich das in den Sitz hier rein. Der Gute. War beim Händler irgendwas Interessantes? Stand da mal wieder was Gutes, was man sich mal angucken kann? Ich habe nicht drauf geachtet, ich hab's eilig gehabt. Ich habe die Zapfwelle eingepackt und bin gleich los. Hast du jedenfalls bezahlt? Oh nein, Markus. Ja gut, das habe ich auf Rechnung schreiben lassen. Wenn das so stimmt, dann ist das ja gut. Er hat doch eine Adresse, das passt schon. Das ist immer dasselbe. Was heißt, wenn du Zapfwelle holst und bezahlst, hast du nichts gesagt. Wofür habe ich dir das Geld denn in die Hand gedrückt? Ach so, eine Zapfwelle. Ich habe das ja endlich mal meinen Monatslohn. Der Monat endet doch erst morgen. Wichtig ist, dass die Presse läuft und den Rest, dann kriege ich mal beim Käsebrot esse. Ich habe von so einem schönen John Deere Traktor gehört mit 230 PS. Okay. Den hätte ich hier schon gerne mal jetzt ausprobiert, hier bergauf mit der schweren Presse. Aber, ui, schlammig. Aber wenn ich aufs Konto gucke, dann ist der nicht drin. Nächstes Mal als Vorführer. Wollen die uns ja nicht mehr geben. Ich weiß nicht warum. Der Werner, ne? Ja, die letzten zwei Jahre immer vorher, aber nichts hast du gekauft. War ja nicht das richtig dabei bis jetzt. Die Technik läuft doch. Der hat uns einfach zu gute Sachen verkauft. Was sollen wir denn mit neuen Sachen? Ja, den MF, den hat er mir angedreht. Den hat er mir aufgequatscht. Und was ist? Nutzen tun wir den fast nie. Aber reparieren kann er wie Weltmeister. Egal, was du hinbringst, spätestens drei Tage später läuft das wieder. Müssen wir gucken, dass wir die Ballen, die jetzt hier hinten aufs Eck sind, dass wir die als allererstes als Einstreu benutzen, auf gar keinen Fall als Futter. Da ist zu viel Erde bei. Sag mal, wie hoch machst du da eigentlich? Ja, drei Ballen müsste gehen. Spanngurte sind lang genug. Ja, du weißt aber, die Strecke, die hat ein paar Schlaglöcher. Ja, interessant. Ja, ich guck lieber nicht hin. Ich bin ja auch gleich fertig, dann kann ich dir helfen. Weil da müssen wir morgen wird auch ein richtig harter Tag. Da müssen wir Kartoffeln und Mais auf jeden Fall. Kartoffeln und Mais? So, ich fahr mal die erste Fuhre heim. Muss mal gucken, wo das am besten in die Scheune reinpasst, wie das am besten Sinn macht. Rechts ist ja schon noch ein bisschen Heu, links ist aber alles frei. Okay. Na, der Mais werde ich nach links Mais setzen. Ja, der Mais sieht echt gut aus. Der hat auch richtig schöne, volle Kolben. Der steht gut. Ja, da machen wir eine gute Ernte dieses Jahr. Da ganze Sonne, Wasser, war ein bisschen stressig. Aber das hat dem Mais richtig gut getan. Hast du schon die Schneise gesehen? Da ist uns einer reingefahren mit dem Bulldog.
Erzähl mir das bitte nicht. Ja, direkt am Hof. Von der Hof aus siehst du die Schneise. Ist zwar nicht allzu viel, aber trotzdem. Und wie, da ist einer beim Rangieren reingefahren oder irgendwas? Ja. Auf dieser Straße bist du mit dem vollen Wagen gefahren? Jo, war aber halt nur im zweiten Gang mit 12 km/h oder mit 8. Eieieiei. Ich sehe auch keine Beine, also scheint ja alles mitgekommen zu sein. Ja, Bank oder Halde. Ja. So. Wie ist es eigentlich? Holt die Gemeinde eigentlich die Poller hier auf der Straße weg oder müssen wir die irgendwann mal zur Seite schieben? Das ist Gemeindeaufgabe, aber wenn es noch ein wenig dauert. Ja, ist ewig nichts mehr passiert. Da kann es mal sein, dass man mit dem Frontlader mal hängen bleibe, ne? Oder im Radlader. Wollen wir irgendwas von der Gemeinde zufällig aktuell? Oder die Gemeinde von uns? Willst du deine Arbeit abnehmen oder willst du sie mit deiner Gut stellen? Ja, die Frage ist ja, ob die gerade was von uns wollen. Weil die sind ja schon ein bisschen im Weg da. Und der Haufen, den haben die auch noch nicht weggemacht. Wolltest du nicht abladen? Ja, ich hab, war in der falschen Halle gefunden. Sehe ich. Oh, das sieht aber auch abenteuerlich aus und das hat gehalten. Bitte. Nee, alles gut. Jetzt kann man noch durchfahren durch die paar Silos. Ja. Wir machen ja auch nur das rechte morgen voll. Aber ich stelle das mal hier am Wegrand ab. Dass wir die nachher noch sauber machen. Da hat jemand eine Schneise reingedrückt. Das muss ich mir jetzt aber nochmal angucken. Halt da, wo die Feldanfahrt ist. Das ist ja mehr als... Der ist ja... Hat die Bremse nicht funktioniert oder was soll das? Wahnsinn, ne? Ich hab mir schon gedacht, es gibt Eiche, aber ja. Gut, dass der meist so gut steht. Das können wir gerade noch so kompensieren. Ja. Da werden wir morgen sehen. So. Leute. Ich mach den mal aus. Ich guck mir jetzt mal den Mängel da an. Der Patrick ist ja nicht da. Nicht, dass der morgen nicht läuft. Aber Freunde, wir sehen uns denn in der nächsten Folge wieder hier, Oldtimer XL. Wir versuchen uns so ein bisschen ans Roleplay-mäßige. Haben da alle nicht so Erfahrung. Morgen, am nächsten Tag, in der nächsten Folge geht's hiermit los. Mit dem Maishäcksler auf dem Feld hier. Richtig schön, mit den Lanz Bulldog, mit den Hanomag. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat. Wenn ja, Däumchen nach oben. Bewerte das Video gerne. Und dann sehen wir uns. Bis dann. Danke und ciao. Ciao.